Da einfach mal ganz frisch anfangen und sagen, okay, welche Art von Gesetzen wollen wir? Was macht wirklich Sinn? Die auch auf eine Art und Weise artikulieren, dass sie normalen Menschen halbwegs verständlich sind. Ja, dass ich eben nicht immer diesen Übersetzer, sprich Anwalt brauche, der mir dann überhaupt sagt, was heißt das Zeug eigentlich? Du machst irgendwas so kompliziert, dass jemand brauchst, das für dich übersetzt. Super. Ja, also kann man ja auch einfach formulieren. Und dann ein Verwaltungssystem, das Blockchain-basiert ist, das effizient ist, korruptionssicher ist. Und da brauchen wir nur nach Estland schauen. Ja? Und da werden wir uns auch bedienen und da Leute von dort holen, die uns instruieren, dass wir das bei uns auch so umsetzen. Dann hast du plötzlich eine ganz schlanke Bürokratie und Verwaltung, Administration. Was heißt, du hast wesentlich weniger Kosten, die von den Bürgern getragen werden müssen. Du machst das Ganze extrem transparent und somit wesentlich korruptionsresistenter, wie unser Sumpf an Bürokratie heutzutage ist.